So, hallo an alle zur nächsten Let's Play Folge. Ich wollte es mal versuchen, klein wenig anders zu machen. Oh mein Gott, anders, nein. Folgendes, ich nehme oder begrüße jetzt nicht jedes Mal an jeder Folge, sondern jede zweite Folge, weil es kommt ja 13 Uhr die erste Folge und 17 Uhr die zweite Folge. Also begrüße ich am Anfang von der ersten und am Ende von der, um 17 Uhr von der zweiten. Also, wie ich gehört habe, laut Abstimmung mehr oder weniger oder auf den Kommentaren wäre das vielleicht sogar besser. Und da dachte ich mir, die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Ist eigentlich auch schwachsinnig, wenn ich hier die ganze Zeit rumrenne. Und ist auch aufnahmetechnisch ein bisschen einfacher für mich, weil ich nehme ja praktisch auch mal 5, 6 Folgen am Stück auf, die jetzt mal hallo und jetzt mal tschüss, hallo, tschüss, hallo, tschüss. Und der Villager, das geht nicht. Wie kann man die denn hier vernünftig mal in die Ecke schieben? Ich will jetzt hier keine Schienen verlegen und den mit Hilfe von Schienen durch die Gegend rödeln. Das ist ein bisschen blöd. Pass mal auf, ich versuche doch mal hier den hier die ganze Zeit so ein klein wenig zu verschieben. So, kommst du hier mal raus. Erstmal, nein, 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 nein. Ja, blöd grinsen, das kannst du, gell? Was, man, nein. Ich würde sagen, wir könnten uns hier jetzt noch ein halbes Jahrhundert damit beschäftigen, wie wir den Villager da unten reinkriegen, nur der will nicht. Kannst du mal, was willst? Der will nicht. Ja, ohne Witz, ich fange bald echt an, Schienen zu holen. Hier. Ja, gell, du. Vor allem, du läufst ja noch weg, wenn ich direkt gerade mit dir rede. So, runter da und jetzt erstmal zur Seite, da geht's hier raus. Ich weiß nicht, ich kann ihn gar nicht außerhalb des Schleichens schieben. Nein! Nein! Ja, theoretisch, ich hätte noch eine Idee, wie ich es auch machen könnte, aber das wäre dann irgendwie blöd. Das heißt, die ganze Zeit so einen kleinen Käfig bauen, den Stück für Stück erweitern und dann fertig. Aber das ist Schwachsinn. Oder warte mal, mir fällt noch was. Das war, komm, das ist blöd, das ist viel zu umständlich. Was ich jetzt gedacht, einen 2x2 tiefen Tunnel zu graben, will ich schon da reinzuschubsen, am besten nicht gegen den Kaktus. So ein 2x2 Block tiefen Tunnel graben, dann den da reinschubsen, dann dahinter schieben, sodass er nicht abhauen kann. Aber das finde ich ein bisschen übertrieben für einen Villager. Jetzt so einen extra Tunnel noch anzulegen. Nur damit der endlich mal hier seinem Weg folgt. Da bräuchte ich noch eine enchantete Schaufel am besten. Der soll doch nur hier rein. Ist das denn so schwer? Und ja, ich weiß, hier ist auch noch eine Dings drin. Da müsste ich vielleicht eine Half-Step reinsetzen. Habe ich eine Half-Step einstecken? Nein, habe ich natürlich nicht. Egal, kann man ja später noch ergänzen. Jedenfalls, irgendwie muss ich ihn hier hinkriegen. Wie haben wir das am besten jetzt? Soll ich es echt... Ich glaube, ich habe echt keine andere Wahl. Ich muss ihn irgendwie reinschieben. Aber, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe gehört... Ich habe es nicht ausgetestet, ich habe nur gehört, seit einem neuen Update soll das gefixt worden sein. Das heißt, die Sensoren funktionieren nicht mehr wirklich. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich würde es aber gerne ausprobieren, den trotzdem doch noch reinschieben. Also da habe ich es in den Kommentaren gelesen in letzter Zeit. Das wäre äußerst schlecht, wenn es nicht gehen würde. Ich muss aber noch machen. Oder ich würde es gerne nochmal testen, sagen wir mal so. Wie kriegen wir den... Komm, wisst ihr was? Ich hol Schienen. Wie kriegen wir den Wildschirm eigentlich in Minecart rein? Einfach so, kann man den da reinschieben, dass er sich reinsetzt? Wie macht man das eigentlich am besten? Muss er da reinfallen? Ich habe noch nie NPCs oder so, jetzt sag ich mal, in Minecart reingesetzt. Wie geht das? Wie kriege ich die dazu, dass die einsteigen? Das ist jetzt die Frage. Ich will mir überlegen. Spark, was machst du? Ich habe keine Ahnung, wie ich den da reinschieben soll. Ich könnte jetzt mit Zäunen praktisch so ein Gatter bauen, damit die nach da vorne latschen, aber der will nicht. Der will eiskalt nicht. Der läuft jetzt gleich wieder vorbei, weil er aus seiner bestimmten Spawn-Zone raus ist. Pass mal auf, ich hätte eine Idee. Vielleicht kriege ich den dazu, dass er freiwillig da reinläuft. Indem ich hier mal so aus Scheiß eine Tür mache, alle anderen Türen verriegel und es Nacht werden lasse und er läuft dann praktisch da rein. Aber dann wäre das blöd, das müsst ihr dann auf easy, auf peaceful machen. Boah. Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Nein. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Spark has an idea. Moment. Ich teste es gleich mal. Ich hoffe, dass sie dadurch keinen Schaden kriegen. Das werde ich vorher auch noch mal, erst auch nochmal testen. Test. Jetzt so gucken sie. Jetzt guckt er alle. Was macht er? Ich bin am Überlegen. Eine Möglichkeit fällt mir gerade noch ein. Moment. Ah, das will er machen.
Ja, das... Ich weiß nicht. Meinst du, es wäre ein Versuch wert? Man könnte es doch mal probieren, oder? Man könnte es doch mal probieren. So. Den ich mit dir einfach da rein angeln, wo ich sie haben will. So, probieren wir es ganz einfach mal. Die dürfen dadurch keinen Schaden bekommen, oder? Denk mal nicht. Nee, ich glaube durch Angeln nicht. Da kriegt man die nicht kurz. Ich wollte aber nicht den da hier reinkriegen, sondern einer von den anderen beiden. Hey, wo stehen die denn? Ist der im Haus? Nö, ich dachte, der wäre... Wo sind der Dritte hin? Ich probiere jetzt erstmal den hier zu angeln. Ja, da ist er. Aber da guckt hier, das fange ich erst später an. Ich versuche erstmal, den da hier in die entsprechenden Positionen zu... Es wird dunkel, man merkt es gerade, es wird dunkel. So. Ich probiere es nochmal. Jetzt guckst du blöd, gell? Theoretisch ist es ja gar nicht so schwer, den da reinzuschieben. Also vom rein technischen her, sag ich jetzt mal. Guck hier, wenn er nur mal ruhig stehen bleiben würde. Aber jetzt gleich, wenn er wegläuft, mache ich folgendes. Da drehe ich mich um und schnapp mit der Angel. Ups. Nicht traden. Nein, bleib stehen. Jetzt kriege ich ihn wieder nicht hier raus. Geht nicht. Oder ich muss einfach... Nee, wenn ich traden will... Achso, rechts nicht drauf. Ja, das geht auch vielleicht. Das können wir vielleicht auch probieren. So. Nein. Oh, verdammt. Nein, ich will doch nur... Kommst du hier raus? Die Angel ist gleich weg. Komm her! Oh, wisst ihr was? Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Können wir uns irgendwie darauf einigen, dass ich mir einen da reinschmuggel? Also auf die schlaue Art und Weise. Sozusagen. Aber das ist auch schon wieder Cheaten. Das kotzt mich an, um es so auszudrücken. Ich will, dass der stinknormal da hier... Warte mal, bleib mal kurz da stehen. So, pass mal auf. Was machst du denn jetzt, wenn du zum Beispiel hier gar nicht rein kannst? So, eingangs zu. Such dir ein anderes Haus. Es wird jetzt gleich dunkel, die Mobs kommen. Wo will der hin überhaupt? Wisst ihr was? Ich mach's echt auf die harte Methode. Hab ja keine andere Wahl. Keine andere Wahl. Müssen wir es halt so machen. Muss ich halt das Ganze graben. Geht nicht anders. Verdammt, und nebenbei, ich habe ja noch die Kabel hier überall liegen. Das heißt, es kann sein, dass ich da wieder über die... Ach, komm. Hör mir auf. Aha. Wisst ihr was? Ich mache das offscreen. Gerade irgendwie. Ich so überlege, was, wie ich ihn reinkriege. Ich mache das offscreen, schieb den einen NPC da rein, weil ich habe an sich so keine andere Wahl, gell? Das heißt... Ja... Steht's da vorne, will das da rein. Ja, komm, gehst halt rein. Für die Nacht. Ach so, ich habe ja noch Peace von eingestellt. Pass mal auf, ich mach die Mobs an. Geh ein paar Mobs blätten. Du kannst ja jetzt reingehen. Da, los, komm, verzieh dich und lass mich in Ruhe. Ich mach mal... Stimmt, ich habe ja noch, wie gesagt, auf Dings gewechselt gehabt. Ich mach wieder auf Easy und geh noch ein paar Mobs jagen wegen Enderman Pearlen. Ich hätte schon mal gedacht, dass wir natürlich schon im Vornherein mal das Ganze auschecken. Das heißt, den Weg ausgucken allgemein. Um erstmal damit so an sich klarzukommen. Also, ich habe schon erwähnt, wir wollen demnächst tausende Folgen, sollen sofort mal ins End rein. Es ist noch viel Zeit. Aber trotzdem will ich schon mal ein bisschen vorarbeiten, ein paar Sachen bauen, so in der Art. Als Bauprojekt übrigens, was auch eine sehr geile Idee war, fand ich jetzt, hier in der Wüste eine Oase zu bauen. Das wäre doch mal auch nicht schlecht. Und mal was anderes. Müsste ich auch mal gucken, wegen der Idee, vor allem, wie das Ganze aufgebaut werden sollte. Das wäre ein Gedanke wert, sage ich jetzt mal. Wäre ein Gedanke wert. So, Zombie. Die sehen noch richtig low mittlerweile. Die ganzen Mobs sind richtig low geworden. Ich suche aber Endermänner. Das Problem ist, die sind schon wieder so selten.
Jetzt sind gerade alle Chunks neu geladen. Eine Armee von 3 Creepern. Ich stelle mich der Armee mal. Pass auf. Oh, zack, zack. Das sind voll einfach. Ach, Creeper. Ach, die von wegen Creeper und Furcht einflößen ist ja mal gar nichts. So, Skelette sind fast auch nix. Oh verdammt, mit 3 Skeletten ist aber zu viel, weil die haben halt ihr Problemchen mit dem Ganzen, ne?